ich glaube oder wir glauben, mutige Unternehmerin macht vor allem aus, es tatsächlich einfach zu tun. Wenn du was gefunden hast, was du richtig doll magst, das irgendwie auszuprobieren und zu gucken, ob das irgendwie für dich klappt und nicht an XYZ und unbedingt an Sicherheit zu denken, sondern das einfach auszuprobieren. Ich bin Francesca und bin die Mitgründerin dieses schönen Ladens Mayara. Und ich bin Josi, die zweite Mitgründerin von Mayara. Genau. Und wir haben einen Laden hier in Berlin-Neukölln. Also wir haben mit der Geburt meiner Tochter vor fast 6 Jahren damit angefangen, weil wir gerne genderneutrale, schöne Kinderkleidung herstellen wollten und haben dann einen Marktstand gehabt auf dem Kollwitzplatz und das nebenbei gemacht und haben dann das mega große Glück gehabt, diesen schönen Laden zu finden. Und da ist sozusagen so der Traum wahr geworden, das beides so zu verbinden. Wir finden Kinderkleidung natürlich interessant, einfach weil wir selber Kinder haben. Das dadurch natürlich für uns total spannend ist, zu gucken, was gibt es für Schnitte, für Formen, für Stoffe, wie die an unseren Kindern vortesten können. Also es gibt so schöne Stoffe und Muster für Kinder und irgendwie das so an den eigenen Kindern zu sehen und irgendwie zu merken, dass es gut ankommt, macht total Spaß. Genau, deshalb gerne Kinderkleidung und vielleicht machen wir es irgendwann auch mal für Größere, mal schauen. Wir haben eine kleine, feine Auswahl an Büchern und wir achten darauf, dass es erstens diverse Charaktere sind und Mädchencharaktere. Diversität spielt in meinem privaten Leben eine große Rolle. Mein Mann ist Afroamerikaner, unsere 2 Kinder sind schwarz und haben ganz viel mit Alltagsrassismus in Berlin zu tun, in positiver und negativer Art. Und ich finde, das fängt schon im Kindesalter an, ne? Dass es einfach ein Stück weit fehlt im Alltag. Und ich finde, Bücher machen da schon einen extremen Unterschied. Anfänglich haben wir nur Barzahlungen an unserem Marktstand entgegengenommen und dann haben wir uns dafür entschieden, weil wir so oft danach gefragt werden, auch Kartenzahlungen anzubieten und haben uns SumUp-Terminal dazu geholt und das hat einen riesen Unterschied gemacht, hat Kaufanreize geschaffen und hat unsere Umsätze definitiv in die Höhe getrieben. Also die Eröffnung, es war alles sehr, sehr knapp getaktet. Josi noch in Elternzeit, ich habe zum Ende des Jahres gekündigt. Aber wir hatten gute Listen und viele Freunde und Familienmitglieder, die alle mit angepackt haben. Und von Dielen abschleifen bis Wände streichen, renovieren, nähen, planen, war alles mit dabei in den 4 Wochen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich wohne nur 5 Minuten von hier entfernt und wenn ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, sehe ich jetzt regelmäßig Kinder in unserer Kleidung rumflitzen und das ist dann schon schön, wenn man das sieht.